Ich könnte jetzt sagen, ja, das ist einfach ein Dieb. So, nee, aber dann werde ich dem nicht gerecht. Aber dafür müssen beide Seiten ja bereit sein. Ja. Würde ich auch niemals Nein zu sagen. Ne? Das ist, ja. Nochmal etwas konkreter. Auch aus meiner Erfahrung. Wenn du vor die Situation gestellt werden würdest, wo man sagt, das ist jetzt zu viel Zeit mit den Kanälen, die du bedienst, als Influencer, im Geschäft und so weiter. Ja. Wir als Familie wollen jetzt da. Ja. Oder Cut. Also wirklich, ja. Ich kenne diese Situation, auch aus meinem Leben. Du meinst, Familie zerbricht. Ja, genau. Man hat es verkackt. Ja. Was ich dann machen würde, ja, ich würde dann auf diese neue Situation eingehen. Ich kenne sie noch nicht. Ich würde, so wie bisher auch, darauf eingehen, so wie ja auch bisher, dass immer, meine Frau hat mich so kennengelernt, wie ich bin. Ne? So, deswegen ist das für sie, genau, ist das für sie nichts Neues. Und ja, das hat sich dann alles natürlich auch im Laufe dieser Beziehung so aufgebaut. Und natürlich muss man das irgendwo auch abkönnen, man müsste das verkraften können. Das ist in vielen Beziehungen so. Das erfordert auch immer so ein bisschen Selbstverzicht, aber das ist, glaube ich, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen so. Ja. Und wenn das irgendwann nicht mehr funktionieren würde, dann würde man vielleicht vorher schon irgendwie darüber sprechen können oder da vielleicht intervenieren können. Und wenn nicht, dann ja, ist das natürlich dann die Folge von Entscheidungen, die ich bis dahin getroffen habe, mit denen ich dann auch leben muss, was für mich auch bedeutet, dass ich die auch jetzt schon mit einberechne und für mich einkalkuliere und damit dann auch leben kann. Ja. Mhm, verstehe. Ja, gehörte für mich jetzt zu den harten Fragen. Ja, das ja, gehört ja dazu, ist ja legitim. Ne, ist ja so, dass ich wirklich 12 bis 16 Stunden am Tag arbeite, mindestens 6 Tage die Woche. Mhm. Und auch der Kakaotag ist größtenteils meiner Tochter gewidmet, nicht meiner Frau. Und ja, dann die restliche Zeit doch auch teilweise wieder hier. Ne, oder teilweise am Laptop dann, um noch Bestellungen zu machen, damit die direkt am Montag rausgehen. Ne, also Nachbestellung von Waren, damit wir wieder Waren schnell bekommen. Klar. Ne, solche Sachen werden dann häufig auch an einem Sonntag gemacht. Oder mal ganz große, es gibt immer irgendwie Probleme. So, ne? Und wenn dann irgendein Problem aufkommt, was dann plötzlich gelöst werden muss, dann muss ich da sein. Ne? Ja, verstehe. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu einer einfachen Frage, okay, die man durchschnaufen kann. Wen würdest du gerne einmal in deinem Leben treffen, wenn du das aussuchen könntest? Also echt mal so ein Wunschkandidaten. Muss ja nicht aus der Grillszene sein oder so etwas. Ich hatte diese Frage ähnlich schon mal gestellt bekommen in einem Podcast bezüglich einer Grillpersönlichkeit. Damals hatte ich gesagt, Guga Foods. Kennst du den? Nein. Guga? Musst du dir mal angucken. Ein YouTuber, englischsprachigen Content macht, der vorzugsweise über Steaks, so meine Leidenschaft. Ja. Da habe ich wirklich die Videos früher gerne extrem viel geguckt und mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Also das würde ich tatsächlich da gerne mal machen. Und in anderen Bereichen ist es nie so, dass für mich der Mensch im Vordergrund steht. So wie ich ja auch hier, haben wir eingangs gesagt, natürlich bin ich das Gesicht von Meat & Great, ja, mittlerweile auch das Gesicht von Grillguts. Und ich bin natürlich der, der vorne steht. Ich bin der, der alles abkriegt, der alles abfängt und der das Team auch so ein bisschen dann davor schützt und so ein bisschen repräsentativ für das Team steht und für alles verantwortlich ist, was hier bei Grillguts passiert, was bei, ja, Meat & Great passiert und so weiter. Und ich bin natürlich auch der, der die Idee hat und der immer nach vorne prescht und durch den das hier entstanden ist. Und das Team hält mir den Rücken frei, arbeitet das alles auf und macht das alles. Aber ohne das Team wäre das ja alles bei weitem nicht ansatzweise so, wie das hier sein kann. Aber trotzdem bin ich und möchte ich auch nicht, dass ein Personenkult irgendwie entstehen würde oder so. Also es geht nicht um mich. Deswegen ist auch dieses Video ja jetzt hier so um meine Person für viele bestimmt interessant. Und das freut mich auch, dass das viele interessant finden. Das ist ja schön und das mache ich auch gerne. Ich beantworte das auch gerne. Ich bin auch gespannt, wie viele Leute das interessant finden. Mhm. 2000, 4000, 5000, 10.000, ich weiß es nicht, ja, wie viele Leute das interessant finden. Und trotzdem möchte ich nicht, dass da dieser Personenkult um mich besteht, sondern eher um das, was wir machen. Ich möchte auch nicht als Mensch bewertet werden, sondern für meine Tätigkeiten. Und da sind manche vielleicht besser und manche schlechter. Und ich würde mir wünschen, dass wir in unserer, also gesellschaftlich gesehen, dass wir mehr einzelne Taten beurteilen und die Menschen nicht direkt verurteilen für vielleicht mal was Doofes und vielleicht mal was Gutes, sondern dass wir das immer wieder neu bewerten und dass wir das Einzelne bewerten.
Menschen. Und ein Mensch ist ja nicht, keine Ahnung, jemand, der was geklaut hat, wird immer für Kinder, ne, ich jetzt gerade mit meiner Tochter so, das ist dann der Dieb. Ja, aber diesen Menschen macht doch bestimmt noch viel mehr aus, der bei uns jetzt hier diese Flasche da geklaut hat. Das ist ja nicht einfach jetzt der Dieb, sondern der ist da der Mitarbeiter, der ist Vater, der ist Sohn, der ist Bruder, der ist Mann, der ist was auch immer. Ne? Mhm. Und ich könnte jetzt sagen, ja, das ist einfach ein Dieb. So, nee, aber dann werde ich dem nicht gerecht. Und wir denken halt in diesen Schubladen und davon möchte ich mich frei machen. Und deswegen habe ich selber auch nicht so diese Idole. Ich habe nicht so, dass ich sage, ah, der ist toll. Nee, sondern ich finde cool, was das der da macht. Mhm. Ja? Also da gibt es Künstler, also Musiker, die ich gut finde, was sie machen, weil sie sehr intelligente Texte schreiben, die ja, vielleicht herausragend sind für das Genre, was sie machen, auch wenn mich vielleicht das Genre sonst gar nicht so stark interessiert. Ja. Oder die dann tolle Melodien irgendwie kreiert haben, wo ich mir denke, wow, das ist ein Mensch, das schafft. Aber privat vielleicht blöd sind und du da sagst, ja oder das mich halt auch nicht interessieren. So, das interessiert mich dann auch nicht so. Ne? Oder bei manchen interessiert mich dann vielleicht, welcher Mensch steckt dann dahinter. Aber dann erkennt man auch immer Facetten, die man doof findet, die man nicht gut findet. Ne? Dann sind viele vielleicht irgendwie drogenabhängig. Warum sollte ich denn von einem coolen Künstler, der drogenabhängig ist, pauschal Fan sein und dann denken, ja, da muss ich auch drogenabhängig werden. Ja. Nee, muss ich nicht. Ja. Ne? Aber das, was der dann da gemacht hat, kreiert hat, das ist dann vielleicht ganz cool. Und so gibt es viele Dinge, für die ich mich begeistern kann, die ich echt toll finde, ohne aber eine Person dahinter in den Himmel zu loben, sondern halt bestimmte Tätigkeiten. Und ich glaube, jeder Mensch hat etwas, was ein anderer Mensch gut findet und aber eben auch Dinge, die ein anderer Mensch schlecht findet, weil wir alle nicht gleich sind. Und das muss man auch irgendwo akzeptieren und tolerieren können. Ne? Auch im Zwischenmenschlichen, in der Beziehung, was ich eben gesagt habe, muss man drüber reden, das muss man so ein bisschen, muss man selber so ein bisschen zurücktreten für sich, weil man auch andere Menschen irgendwo so ein Stück weit akzeptieren muss. Und gleichzeitig muss man aber auch in einer Beziehung für den anderen Menschen akzeptieren, vielleicht bestimmte Verhaltensweisen auch anzupassen. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich ändere mich für niemanden, ich bin so, wie ich bin und ich bleibe so. Ja, das ist total egoistisch und doof. Was ist denn das für eine Eigenschaft? Natürlich passe ich mich an Leute an. Ja. Wenn ich mit dir rede, rede ich sicherlich auch anders, als wenn ich jetzt mit meiner Tochter rede. Ne? Ja. Das wäre auch total doof, wenn es genau umgekehrt wäre. Für dich doof, für meine Tochter doof. Warum sollte ich das denn nicht tun? Aber ich als Mensch bin ja gefestigt. Ja. Wenn ich als Mensch gefestigt bin, kann ich wunderbar auf andere Leute eingehen. Ich kann mich an diese Leute anpassen. Wenn ich jetzt mit Leuten rede hier im Kölner Raum, ja, dann rede ich auch mal ein bisschen Kölsch. Ne? So, dann geht man so in diesen Slang über. Ja. Und das ist auch okay. So, aber wenn ich jetzt mit dir rede oder vor der Kamera, dann tue ich das nicht. Aber bin ich deswegen unauthentisch? Nein. Nee, sondern ich bin der Mensch, der sich dann eben daran anpasst. Und ich habe tatsächlich auch schon mal erlebt online, dass mir Leute vorwerfen, sie kriegen mich nicht so richtig zu greifen. Sie können mich nicht so richtig einordnen, nicht so richtig einschätzen. Und das ist noch nett formuliert. So, ne? Und dann denke ich, ja, das kann ich verstehen, das finde ich auch gut, dass man mich nicht einordnen kann, weil ich bin nicht rechts oder links, ich bin nicht irgendwie, ne? Also politisch gesehen oder jetzt das eine Extrem, sondern ich versuche halt immer in einer Graustufe zwischen diesen Bereichen beide Seiten verstehen zu können. Mhm. Und diesen Kommentar gab es auch schon mal anders, ein bisschen kritischer, dass gesagt wurde, ich sei wie so ein sich windender Aal. Ja, so mehr als Vorwurf gemeint, weil man mich dann eben nicht so greifen kann. Und nee, ich bin kein sich windender Aal. Ich bin schon ziemlich gefestigt in dem, was ich so als Weltbild habe, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Aber ich kann halt auch viele Standpunkte verstehen. Ich kann die Standpunkte der Kundenseite verstehen, der Verkäuferseite verstehen, der Herstellerseite verstehen, um das mal jetzt hier auf Grillguts zu beziehen. Und ich kann auch in Beziehungen Standpunkte meiner Frau verstehen, meiner Kinder verstehen, von mir verstehen. Und ich versuche dann dort irgendwie Brücken zu bauen und da irgendwie dann einen Mittelweg zu finden. Aber dafür müssen beide Seiten ja bereit sein, auf dieser Brücke aufeinander zuzugehen. Wenn eine Seite auf ihrer Seite bleibt, dann wird es unfair und kann halt nicht gut zusammenpassen. Mhm, verstehe. Und das ist meine Einstellung dazu. Du hast gerade eben diesen wunderbaren Satz, also dass ein Ding mehrere Perspektiven hat. Dazu fiel mir dann eben sofort eine Übung ein, die ich vor kurzem hatte. Ich gehe viermal im Jahr ins Kloster. Mhm. Da gab es eine Übung genau zu diesem Thema. Da sollten vier Menschen in so einem Sitzkreis eine Büste zeichnen. Und ich hatte das große Glück, ich hatte das Gesicht und mein Gegenüber den Hinterkopf. Ja. Aber in dieser Übung, vorher war das nicht klar. Erst später, als die Blätter zusammengekommen sind, wo nochmal ganz klar gezeigt wurde, hör mal, dieser eine Kopf hat eben mehrere Perspektiven. Mhm. Und
versteif dich nicht nur da auf dein Gesicht, du für dich erstmal ja, ja, weil du das so kennenlernst, aber ja, betracht es weiträumiger, also genau, viel umfassender. Ne? Es könnte viel weniger Streit geben. Ja, und ja, wenn man das mal ausdehnt und mal ein bisschen philosophisch sieht, wahrscheinlich auch viel weniger Kriege geben auf dieser Welt, wenn wir einfach in Gesprächen auch mal versuchen, einen Perspektivwechsel anzunehmen und versuchen, uns in die andere Seite reinzuversetzen. Ich als Kunde kannte, bevor ich jetzt so einen Laden hatte, auch immer die Kundenseite. Hatte auch da immer schon versucht, Verständnis für die Händlerseite zu gewinnen, habe aber natürlich jetzt auch viel mehr Einblick in die Händlerseite, kenne aber immer noch die Kundenseite. Und ich möchte das auch nicht verlieren und möchte da versuchen, auf die Kunden zuzukommen, denen das zu erklären, transparent zu machen und auch das Verständnis zu haben, dass sie meine Seite natürlich auch nicht zu 100% kennen. Aber ich kann denen versuchen, das irgendwie halbwegs zu erklären. Und wenn die Verständnis dafür haben, finde ich das super und dann kommt man da gut zusammen. Wenn dann da gar kein Verständnis mehr für da ist, dann kann ich auch sagen, ja gut, dann brauche ich auch keinen Schritt auf dich zu machen. Ja, ja. Bei der Frage, die jetzt ansteht, glaubt uns kein Mensch mehr, dass du die Fragen nicht kennen würdest, weil mit deiner Argumentation gerade hast du wirklich den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Okay. Denn du hast erwähnt, ich bin das Gesicht. Ja. Und daher jetzt, vielleicht interessiert es ja, ich wurde es auch immer wieder gefragt, wer ist das denn? Wie kam der Bart-Style zustande? Also, ja. Aber es ist markant. Ja. Es ist ja... ist jetzt unser Logo. Euer Logo, ganz genau. Dein Bruder sieht fast identisch aus. Außer, dass er den nicht pflegt. Genau, du bist da gestylter, ja. Ja. Ist das so ein Branding, das wollten wir so haben? Oder eine Sonnenbrille wäre ja auch cool gewesen oder so. Den ganzen Tag. Dass das überhaupt jetzt so für mich mein Markenzeichen ist, ich glaube, das entsteht bei vielen Leuten, die irgendwie plötzlich bekannt werden, dass irgendwas als Markenzeichen ist, was gar nicht so geplant war, dass das Markenzeichen ist. Und dann nimmt man das so. Mir war das bewusst, als wir dann das neue Logo, was wir jetzt haben, dann gemacht haben und mein damaliger Kameramann gesagt hat, jetzt darfst du den Bart aber nie wieder wegmachen. Und dann war für mich klar, ja, stimmt. Ne? So, das ist jetzt so das Ding. Dann passt das Logo nicht mehr. Dann fragen nachher alle Leute, was soll denn das mit dem Logo? Wer bist du? Und ne, wie passt das zusammen? Der Bart ist einfach entstanden dadurch, dass ich ihn habe wachsen lassen. Ne? Ich hatte immer so eine Art 3-Tage-Bart. Ganz ohne Bart fand ich dann irgendwann nackig und mochte ich dann nicht mehr an mir. Und wenn ich in 3-Tage-Bart weggemacht habe, war das blöd. Und dann irgendwann hatte ich mal überlegt, ein bisschen länger wachsen zu lassen. Und dann ist diese Übergangszeit, wo das juckt, die war immer doof. Und dann habe ich wieder 3-Tage-Bart gemacht. Und ich wollte auch, ich mag auch keine langen Haare, auch so. Das ist jetzt so das Längste. Du siehst immer aus, als kämst du gerade frisch vom Friseur. Ja. So das Längste, was ich gerne habe, weil dann ist es so einfach, damit umzugehen. Also wenn es länger wird, dann bräuchte man so lange im Bart. Da habe ich gar keinen Nerv für. Deswegen war auch Bart lange Zeit für mich etwas, wo ich gedacht habe, nee, das kriege ich, glaube ich, gar nicht so gut hin. Und dann habe ich aber irgendwann mal diese Phase des Juckens versucht, komm, jetzt überwind dich mal, lass das mal so lange, bis es dann so lang ist, dass es aufhört. Und dann war das so und dann fand ich tatsächlich, sah das eigentlich noch fast besser aus, weil ich habe von der Kopfform, ich habe einen sehr großen Kopf und der ist auch relativ breit und durch so nach Haare nach oben und Bart nach unten, kann man den so ein bisschen lang ziehen. Ja, ja, das ist so, optisch finde ich, sieht meine Kopfform dadurch schöner aus. Vielleicht seht ihr das in die Kommentare. So. Also das ist so die ganz intime, persönliche Antwort, warum ich einen Bart trage. Klar. Ja. Oh, Wahnsinn. Jascha, und zwar, meine Frau hat mir schon mal angeboten, bei mir im Unternehmen mitzuarbeiten. Und da habe ich dann gesagt, Schatz, da wo du bist, bist du genau richtig. In deinem Job, du da und wir in unserem gemeinsamen Haushalt, alles ist gut. Mhm. Weil ich ganz genau weiß, wie ich bin. Ja. Nicht so ganz schlimmer, aber es könnte schwierig nicht so ganz. Nicht so ganz, ja. Aber es könnte schwierig werden, ja, mit meiner Frau zusammenzuarbeiten. Mhm. Und deshalb, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ist der Umgang mit Familienmitgliedern im Unternehmen manchmal schwieriger als mit angestellten Mitarbeitern? Ganz anders und dadurch natürlich manchmal schwieriger und manchmal leichter. Du hast Vor- und Nachteile dadurch. Mhm. Und du musst überlegen, ob du die Vorteile möchtest und die Nachteile akzeptieren kannst. Weil die Nachteile sind natürlich, dass du mit einem Familienmitglied im Unternehmen ganz anders redest, umgehst. Mhm. Und auch manchmal musst du ja Forderungen stellen als Führungskraft, die du natürlich bei Familienmitgliedern anders stellst oder vielleicht eher mal so nicht so ganz stellst oder auch mal Dinge eher hinnimmst als jetzt bei Mitarbeitern, die nicht der Familie zugehörig sind. Und deswegen ja, das ist schon ein Unterschied, aber man muss auch am Anfang ganz klar halt diese Rollenverteilung geklärt haben
Und wichtig ist auch, dass die Familienmitglieder mit an einem Strang ziehen. Und wenn man das gleiche Ziel hat und relativ flache Hierarchien hat, so wie hier, dann funktioniert das hier bei uns größtenteils sehr gut, wenn man, so wie ich auch sage, man kann sich mal zurücknehmen und mal auch Dinge akzeptieren. Ja? Den Urlaubsanspruch eines Familienmitgliedes mal zu sagen, an dem Tag ist doof, ist schwieriger als bei einem Mitarbeiter, dem man sagen kann, ey, du kennst das hier, was fällt dir ein? Warum denkst du an dem Tag, ja. Nee, das geht leider nicht, tut mir leid, das muss an einem anderen Tag sein. Ne? Das kannst du bei einem Familienmitglied schwieriger machen. Da gibt es natürlich noch mehr, ich sage jetzt mal Dinge, über die man sich da streiten kann, ne? Und die man auch als Chef dann akzeptieren muss. Man hat als Chef dann eher Nachteile im Angestelltenverhältnis. Man hat aber den Vorteil, dass diese Personen natürlich eine viel engere Bindung zum Erfolg des Unternehmens haben als normale Angestellte. Das heißt, das Verantwortungsbewusstsein der Leute ist meistens größer. Das ist ein Vorteil. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich bin generell da auch so ein lockerer Chef, dass wenn ich merke, ein Mitarbeiter bemüht sich und gibt hier Vollgas, dann ist mir egal, was der nur für Ansprüche hat oder was auch immer, sondern wenn dann, keine Ahnung, ein Kind krank ist, komm, geh nach Hause, ne, ja. dann kriegen wir das hier irgendwie geregelt. Was dann schwierig ist, wenn man dann halt aus der Mitarbeitersicht sagt, ja, ich habe Anspruch darauf, ich habe Anspruch darauf und ich verzichte auf meine Ansprüche, dann ist wieder dieses Gleichgewicht nicht mehr da. Ne? Dann muss man einfach auch auf beiden Seiten sich einig sein. Und ich bin immer gerne, ja, man macht am Anfang einen Vertrag, aber der kommt in die Schublade und der wird rausgeholt, wenn man sich nicht mehr verträgt. Und so lange klärt man das untereinander. Und solange beide Seiten füreinander nur Gutes wollen, ist der Vertrag komplett egal. Ja. Und wenn man sich dann nicht mehr verträgt, dann muss man am Vertrag gehen. Aber dann kann ich eben auch keine Eingeständnisse mehr einräumen, sondern dann wird es knallhart und dann bin ich auch knallhart. Weil ich bin da super locker und ich möchte nicht in meinem Leben dadurch ausgenutzt werden. Mhm. Und wenn ich dann plötzlich drohe, ausgenutzt zu werden, dann werde ich knallhart, um mich selbst zu schützen. Ja, ganz klar. Ja. So hatte ich mal einen Spruch gehört von jemandem, der sagte, Vertrag kommt von Vertragen. Genau. Also es bildet so eine Rahmenbedingung, in dem Rahmen bewegen wir uns und ne, mag ja auch alles gut gehen. Und solange man sich verträgt, braucht man den Vertrag nicht. Genau. Und wenn nicht mehr, dann braucht man den Vertrag. Ja. Damit wir uns weiter vertragen, die vorletzte Frage. Ja, relativ profan, aber könnte ich mir vorstellen, interessiert den einen oder anderen. Gibt es für dich oder für euch jetzt in der Familie eine Lieblingsferienregion? Urlaub ist so ein schwieriges Thema bei mir. Ja, glaube ich. Ich habe sehr wenig Urlaub gemacht, auch in den letzten Jahren sehr wenig Urlaub mit meiner Familie gemacht. Ich war bisher auch, wenn überhaupt, dann nur in Europa unterwegs, in Spanien, Italien, Frankreich, Holland, England. Das waren so die Länder. Und ich bin nicht der Typ, der dann sagen würde, ich fahre jetzt jedes Jahr, nur weil es da schön war, immer wieder dahin. Wenn, dann würde ich noch mehr von der Welt sehen wollen. Mhm. Und deswegen gibt es nicht so diese Lieblingsferienregion. Und ich mache auch Urlaub tatsächlich einfach auch ganz gern zu Hause. Also ich bin auch niemand, der vor seiner eigenen Realität flüchten muss, irgendwo anders hin, weil er sagt, ich halte es hier nicht mehr aus, ich muss mal weg. Ja. Zum Glück nicht, ne? Weil ich mache ja immer das, worauf ich Lust habe. Ja, ja. Ne? Geht es mir gut, ich mache auch gerne Urlaub hier. Also auch gerne, ne? Weihnachten hier feiern in der eigenen Grillschule, so, das ist, finde ich, cool. Ja. Hätte ich gar kein Problem mit. Ja. Ja, du lebst im Paradies. Ich finde schon. Ja, ich glaube auch. Ja. Joscha, es ist die letzte Frage, die hatten wir schon mal auf so ähnlich, glaube ich, schon gestellt, auf den anderen Video, Themenbereichen. Und zwar, ich kann es mir jetzt schon fast vorstellen, welches ist dein Top-Lieblingsgericht? Es kann nur mit Fleisch zu tun haben. Ja. Hast du eigentlich schon mal beantwortet. Habe ich schon beantwortet. Ne? Also klar, beim Grillen Steaks. Ein richtig gutes Steak ist ja eigentlich nicht zu toppen. Und ansonsten ist es aber auch Sushi. Ne? Also wenn ich jetzt Sushi und Steak, das sind so meine Leibspeisen. Es spricht natürlich auch nichts gegen eine richtig gut gemachte neapolitanische Pizza. Ne? Also würde ich auch niemals Nein zu sagen. Ne? Das ist, ja, also so richtig gut gemachtes, klassisches Essen. Also theoretisch auch mal ein Döner, wobei der auch gut gemacht sein muss. Ist auch lecker, ne? Ist auch ein schön irgendwie ausgewogenes, einfaches, aber leckeres Gericht. Würde jetzt aber nie sagen, wenn jetzt so, was ist dein Lieblingsessen? Döner. Da wäre dann eher Pizza. Okay. Aber dann auch wirklich eine gute, ne? Diese Pizza vom Lieferanten oder so. Ja.
kann ich schon fast nicht mehr essen. Okay. Da war ich als Kind schon anspruchsvoll. Ich habe als Kind schon nie diese Tiefkühlpizzen gegessen. Mochte ich nicht, musste immer vom Italiener sein. Und mittlerweile ist sogar, es muss ein sehr guter Italiener sein, sonst esse ich ungern Pizza. Ja. Ja. Weil ich einfach weiß, wie es sein kann, wie es schmecken kann. Und wenn du dann eine Pizza bekommst, die halt nicht wie eine Pizza schmeckt, dann ist es einfach ein anderes Gericht. Ja. Und das ist dann nicht so befriedigend. Ja. Ich hatte gestern noch auf einem anderen Kanal einen Spitzenkoch gehört, der gesagt hat, boah, ich gebe alles für Ravioli aus der Büchse. Ein Stern, nicht ein Sternekoch, aber ein sehr guter Koch. Ja. Auch so etwas gibt es. Also, ja, klar. Was schmeckt, ist gut, fertig. Ich weiß nicht, wann ich Ravioli aus der Büchse irgendwann das letzte Mal gegessen habe. Das ist mindestens 10 Jahre her, wahrscheinlich länger. Ja. Als Kind gab es sowas, vielleicht zum Glück, vielleicht auch nicht zum Glück nicht. Also ich glaube, es ist eine schöne Kindheitserinnerung, Ravioli aus der Dose gegessen zu haben. Ja. Ich habe es als Kind nicht getan. Als Kind hätte ich es bestimmt gerne hin und wieder mal getan. Ja. Und ich habe es in meinem Leben vielleicht maximal 5 Mal gegessen. Und war jetzt auch als Erwachsener, glaube ich, mein letzter Eindruck davon war, ist eigentlich gar nicht so geil, wie ich dachte. Das ist so das, was ich im Kopf habe. Aber das ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Und jetzt kommt noch die Vernunft deiner Mutter, die Lehrerin war. Genau. Ja, da war ja, generell, ja, solche Sachen und Süßes und so, das war schwierig. Ja. Damit hast du auch schon wirklich das Allerschwierigste hier beantwortet. Ich hoffe, es waren wieder einige Fragen für euch dabei. Vielleicht gab es Fragen, die euch nicht knackig genug waren. Ihr hättet da noch gerne, ja, Angstschweiß würde ich nicht sagen, aber eine feuchte Stirn gesehen, ich weiß das nicht. Aber wie gesagt, Angebot, denke ich, bleibt bestehen. Vielleicht gibt es Fragen, die ihr noch stellen könnt, in einem anderen Format vielleicht auch. Und ja, ich freue mich drauf, vielleicht darf ich sie stellen. Wir werden es sehen. Ich mich auch. Joscha. Perfekte Abmoderation in diesem Sinne. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo dalassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke. Ciao. Ciao.